Lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, heute am sechsten Sonntag im Jahreskreis hören wir das Evangelium von den Seligpreisungen. Aber Lukas erzählt sie ganz anders als Matthäus. Matthäus erzählt sie so, dass Jesus am Berg predigt, und zwar in der dritten Person: selig die Armen sind im Geist, ihrer ist das Himmelreich. Bei Lukas ist es, dass er eine Feldrede hält. Er steigt runter zu den Menschen, das auf gleicher Augenhöhe spricht, und er sagt: Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, ihr werdet lachen. Selig seid ihr, die ihr arm seid, denn ihr werdet gesättigt werden. Also er sagt uns ganz persönlich etwas zu und er stellt uns vor die Entscheidung. Er hat 4 Seligpreisungen und 4 Weherufe. Du musst dich also entscheiden, du kannst dich aber auch entscheiden. Wenn du jetzt arm bist, kannst du entscheiden, dass du innerlich reich wirst. Wenn du weinst, kannst du dich entscheiden, auch das andere zuzulassen. Ich verheiße dir, dass du genügend hast zu lachen, wenn dein Leben wirklich gelingt. Das ist typisch griechisch. Die Griechen kennen ja Herakles am Scheideweg. Herakles, der große Held, muss sich entscheiden, ob er den Weg nach rechts oder nach links geht. Rechts wirbt die Frau für die Tugend, links wirbt die Frau für das Vergnügen, und Herakles entscheidet sich für die Tugend. Und so stellt Jesus uns vor die Entscheidung. Aber er spricht uns ganz persönlich an, und das ist bei Lukas wichtig. Es sind keine Weisheitslehre, die abgehoben sind, sondern Worte, die mir gelten. Und sagt: Du kannst dich entscheiden. Auch wenn du jetzt reich bist, kannst du dich entscheiden, ob du ehrlich sein willst, ob du dein Leben, dein Reichtum teilst mit anderen Menschen oder ob du dich definierst von einem Reichtum. Also wir sind immer neu vor die Entscheidung gestellt. Entscheide dich für das Leben und nicht für den Tod, für das Glück und nicht für das Wehe, für das Unglück. Und wenn wir uns von Jesus die Entscheidung stellen lassen, dürfen wir vertrauen, dass wir den Mut haben, wie Herakles, uns für den Weg des Lebens zu entscheiden.